lustiger Roboter. Hallo Freunde, ich gehe gerade zu meiner Garage. Ich habe es eilig, weil ich heute viel Arbeit habe. Los geht's! Wir sind da. Ihr denkt vielleicht, ich repariere heute mein Suzuki, die in einem Unfall mit einem Fußgänger beschädigt wurde. Aber nein, wir gehen heute zu einem ungewöhnlichen Rennen mit fliegenden Autos in der Stadt, an denen ich teilnehme. Das habt ihr noch nie gesehen. Seid ihr neugierig? Na, dann los! Seht ihr diesen gelben Chevrolet? Den werdet ihr nicht wiedererkennen, wenn ich den aufmotze. Wir werden das Auto erst einmal anheben und alle unnötigen Teile entfernen. Das sind ganz schön viele. Fangen wir mit dem Rennen an. Die brauchen wir nicht mehr. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Unser Auto fährt nicht auf der Straße. Es fliegt. Deshalb entfernen wir die Reifen und die Federung. Los geht's! Fertig! Jetzt sind die Reifen weg. Wir müssen auch vieles im Inneren verändern. Lasst uns alle unnötigen Teile entfernen und neues Equipment einbauen, um das Auto zu kontrollieren. Wow! Jetzt haben wir viele verschiedene Dinge in unserem Bedienfeld. Wow! Ich wünschte, ich wüsste, wie diese Knöpfe und Hebel alle funktionieren. Nicht so einfach wie gedacht, aber das ist okay. Ich lerne das noch. Schaut mal, Freunde. Jetzt habe ich ein Steuer statt ein Lenkrad. Hier sieht aus wie ein richtiges Flugzeug oder vielleicht ein UFO. Unser neues Auto kann nicht nur nach rechts und links steuern, sondern auch nach oben und unten. Deshalb haben wir schon einige Besonderheiten im Auto installiert. Jetzt lasst uns die Außenseite verändern. Wir sollten eine aerodynamische Karosserie anbauen. Mit diesen Besonderheiten kann das Auto gut in der Luft gleiten. Zuerst bauen wir Polstern an die Stoßstange und den Kofferraum. Dann ein Spoiler, Polster auf das Dach und eine Stabilisierung an die Frontflügel. Fertig! Okay, jetzt das Wichtigste, ein Kühlsystem. Damit können die Teile, die im Betrieb zu heiß werden, im Auto gekühlt werden. Das System ist sehr wichtig. Wenn es nicht funktioniert, kann das Auto überheizen und sogar anfangen zu brennen. Und als letztes, lass uns Jetmotoren einbauen. Mit diesen kann das Auto super schnell fahren und total schnell beschleunigen. Vielleicht fragt ihr euch, was bekommt das Auto anstatt Reifen? Das ist etwas Besonderes. Das Auto kann vertikal abheben und sich mit deren Hilfe drehen. Wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Ich denke, ich sollte dem Auto eine passende Farbe geben. Erledigt. Wow, sogar ich hatte nicht erwartet, dass es so schön und speziell wird. Das ist wirklich ein Auto der Zukunft. Schaut, wie es in der Luft schwebt. Wie gefällt es euch? Mir gefällt es sehr gut. Jetzt lasst uns schauen, wie es läuft. Unsere Jetmotoren sind flugbereit. Lasst es uns ausprobieren. Auf die Plätze, fertig, los! Wow! Cool! Ich liebe es. Ich kann nicht glauben, dass ich fliege. Okay, Freunde, mein fliegendes Auto ist fertig. Jetzt muss ich den Renntag abwarten. Bis bald. Tschüss. Danke, dass du dir unseren Trickfilm angesehen hast. Bitte wähle, was du dir jetzt gerne anschauen willst.
Wir haben sehr viele interessante Trickfilme.